So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe SnowRunner. Mit der beste liebe Inning. Servus, grüß dich, ich bin's. Du warst zwei Öltanker. Zwei verschollene. Stimmt. Oder ist das der eine? Oder ist das der eine, den man holen muss und den muss man dann abgeben? Und oberhalb der Farm. Das kann natürlich auch sein. Komm, ich sag. Noch einmal. Jetzt zeigt man es bei der Ölfarm an. Also bei der oberhalb der Farm. Was ja, dann kann man ihn dorthin bringen wahrscheinlich. Tanker, also ein Tankanhänger, was dort ist. Ja, dort ist ein Tankanhänger, aber ich glaube hinbringen muss man den. Das kann schon richtig sein, ja? Dass man dorthin okay. Den ziehen muss. Weil unten ist das ja auch so, warte mal. Nein, unten ist nur versunkener Anhänger. Versunkener Geländewagen. Na, fahren wir mal hin. Fahren wir mal danach rauf. Ja genau, den Knüppel könnte man notfalls ja auch runtergeben, habe ich gesehen. Ah okay, das habe ich nicht gewusst, gesagt. Und ich weiß nicht wie, aber ja, man könnte ihn runtergeben. Ich vertraue dir mal und fahre dir nach. Ich habe Kurs gesetzt. Passt, ich nicht. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist das Pedal. Vielleicht kann ich da irgendwas kaufen, dass ich unten was Rutschfestes drauf habe. Ja, so irgendwas. Wie gesagt, vielleicht hilft so ein kleiner Teppich. Ein Rutschfester, wenn du sowas hast. Rutschfester Teppich, müsste ich schauen. So einen kleinen nicht. Aber ich habe aber ja kann mich erinnern, das ist das. Aber ich glaube, das ist auch wenn man. Wir könnten den Dominik fragen, ob das bei ihm auch so war. Aber ich glaube, meins rutscht auch weg. Meins würde auch rutschen. Ja, sicher, das ist aber wichtig. Da ist ja Formel 1 auch mit dem gefahren, hat er sich extra gekauft, ja, damals. Ah ja. Aber meins muss auch wegrutschen. Und jetzt nach vorne ziehen. Okay. Und bei dem Spiel ist es jetzt wurscht, ja? Oder mehr wurscht. Mit dem einen Fuß bin ich am Gas, mit dem anderen bin ich halb legendär. Aber es ist halt nicht ganz bequem. Ja, ist da wieder was, was für ein Viecher, damit ihr reifen. Bei mir sind Ketten oben auch gleich. Ketten? Aber du hast eindeutig einen besseren Speed. Schaut aber auch geil aus, ein bisschen höher klickt. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das nur die Reifen sind. Geradeaus, oder? Entschuldigung. Passt schon, nur. Ja. Naja, Entschuldigung, da habe ich grob falsch gesetzt, wir müssen da abbiegen. Passt, kein Problem. Es kommt vom Quatschen. Bis der Brack jetzt auf. Richtung Camp. Vor dem habe ich ja dann. Hast du die Karten ein bisschen durchgeschaut? Ich habe mir die Bilder angeschaut. Schon urgeil aus. Nur die Bilder von außen? Ja. Achso. Ich hatte heute. Wie viel Zeit? Sagen wir mal so, ziemlich stark und habe dadurch nur kurz durchgeschaut. Ich habe das zufällig entdeckt, weil ich wissen wollte, welche Karte ich gespielt habe. Und da gibt's eine, da ist so viel Wasser drauf. Also wenn du da überall, das ist wie so wie nur ein Dauersumpfgebiet. Okay. Aber eigentlich ist das voll krass, was sie für eine Weiterentwicklung von dem Spiel gemacht haben. Also ja. Nicht zum ersten Teil jetzt, sondern zum zweiten. Ja. Ja. Weil der zweite, da war ja eigentlich fast nichts. Da waren wir urschnell durch eigentlich. Oder hast du auch Erweiterungen gegeben? Ich glaube nicht, oder? Das weiß ich nicht, aber ich habe es ziemlich schnell durch gehabt. Eigentlich habe ich es ja nur wegen dir begonnen. Echt? Ja, wir haben irgendwann, ich glaube, wir haben mal drüber geredet, dass du dir sowas mal überlegt hast und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann
Dann haben wir uns geholt, glaube ich. Das hätte ich, glaube ich, nicht gehabt. Aber ich bin jetzt echt motiviert, die Season-Karten alle durchzuspielen. Das braucht zwar extrem lang, glaube ich, aber... Genau, da rechts ist dann die Fabrik. Falls du kurz hinter mir fährst, ich muss kurz auf der Karte schauen, gell? Ja? Ist da nicht das Boomer? Ich fahre nicht zu weit hinter dir. Okay. Oh. Da habe ich meinen Arsch weggesetzt. Aber ich bin da echt am Geschmack bei dem Spiel jetzt gekommen. Mit dem Lenkrad. Gut, hat es der Dominik nicht auch gehabt, dass er das gleich an der Wand stehen gehabt hat, vielleicht das Pedal? Das kann eh sein, ich weiß es wenig. Wow. Ja, so ist es gefährlich runter. Bist du aber das ist ein Sumpfgebiet. Ja. Ich wollte da links eigentlich dann vorbeifahren, dass ich nicht den Runde fahren muss, aber... Aber ich glaube, da war ich jetzt hier, oder? Ja. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Da. Kann er ja eigentlich helfen, komm dann. Boah, das ist viel Matsch. Mal der leere Anhänger. Mal schauen, was ich jetzt umdrehe. Anhänger. Also da muss ich wahrscheinlich ganz hinfahren zu dem zuerst. Ich finde cool, das ist Geräusch. Also zumindest bilde ich mir das ein. Im Wasser klingen die Reifen komplett anders als meine alten, finde ich. Achso. Nachdem sie so fett sind. Aber ich merke halt, für Schlamm sind die wirklich göttlich. Sicher auch für Schnee. Es sind schon Schlammreifen, also weiß ich nicht, ob für Schnee auch. Ah, okay. Also wenn du möchtest... Steht der Verkehr da, oder was? Ja. Posi! Oi! Ups. Upsi! Ah, warte mal. Versuch jetzt. Ja, der ist leider verkehrt gewesen. Das ist meine Winde. Na, wenn du von oben könntest im Amt schubsen, da ist eine Erhöhung, wenn du von der anderen Seite kommst. So ziehst du ihn nur, vielleicht kannst du ihn so aufstellen. Oder ich schaue, ob ich ihn von oben auch irgendwie an. Ich komme da nicht ganz gerade weg. Den Anhänger. Ah. Das ist aber auch gemein, dass der verkehrt gestanden ist. Servus, Kampfthunder. Warte, ich tu mal die Winde lösen. Oder eigentlich könnte ich ihn selber auch anstupsen. Jetzt bist du schon da. Hoppe. Hinten ist ein Fluss.
Okay. Full Speed. Nein, wie? Scheiße. Wenn ich halt voll dagegen fahre, habe ich halt Angst, dass. Ah, das habe ich nicht gut gemacht. Das ist leider zwischen zwei Bäumen. Ja, ich dachte eigentlich, dass er sich voraufstellt. Jetzt habe ich mich fast eingraben. Oder ich habe mich eingraben. Warte mal, ich fahre mal den Anhänger da ein bisschen raus. Ja. Ich glaube, der Anhänger hängt jetzt bei mir im Baum fest. Ja. Ich könnte nur probieren, warte, dass ich ihn von der Seite ein bisschen wegzahle. Warte, ich glaube, ich kann das eher auch mit der Winde, kann ich. Gut, wenn du es ihm angehängt hast. Kann ich ja trotzdem die Winde anhängen. Ah, okay. So, aber es geht sicher so aus. Na gut, ich fahre mal da nach vor, dann komme ich wieder. Ich zahle ihn dabei aber wieder zurück. Ja, das ärgert mich. Ah, push nach einem anderen Boy da. So, hoppala. Jetzt über irgendwas drüber gefahren, das hat weh dann. Oh, okay. Schade. Aber warte, vielleicht kann ich jetzt. Sind so viele Spuren? Haben einen großen Tipp gelesen, nie in den Spuren, in tiefe noch Spuren eines Vordermanns zu fahren. Mhm. Und wenn, muss er exakt die gleiche sein. Okay. Dann versuch mal zu lösen. Binde zu lösen. Okay. Ja. Hoppala, das wollte ich nicht. Immer noch Ötzl. Ja. Ja! Yes! Aber ich komme jetzt nicht mehr raus, jetzt muss man wegfahren. Ich komme schon. Stecke zwischen Baum und Anhänger. Warte, ich merke, wie ich einsink. Boah, das geht ja nicht ganz aus. Ist der wieder so schlampert, die da. Lass den Gang dort mal ran. Da sieht er auch wieder raus, komm 100%. Bist du deppert? Was denn? Steckst ganz tief in der Scheiße, würde ich sagen. Ich? Nein, für mich ist es weitergegangen noch. Sogar. Ey, aber du steckst schon, also ich sehe die Räder noch gar nicht mehr. Ja, aber er fährt. Ja, er fährt, solange er fährt, ist alles gut. Also, das ist das Urbiest. Stopp!
So, ist die Frage jetzt, wo ich da hin muss. Ich glaube eh dort. Du hast schon recht gehabt. Zur Tankstelle dort. Ah ja. Setz mal die Markierung. Hoppala. Auto von Piep Piep. Wie er drauf hat, Alter. Na gut. Danke für die Tipps. Oh, ist der voll? Steck ich. Ja, der ist voll. Ich hab mich aufgedrängt. Wenn du willst, kann ich vorfahren und kann dir helfen. Aber kann auch sein, dass du nur, ja genau, eben, weil da so viel hin und her gefahren ist jetzt. Ja, aber es ist das Urbiest. Aber ja, wenn du schneller bist, fahr vor, falls irgendwas ist, aber hast du nicht einen Anhänger? Ja, ja, steht das vorne auf dem Festen. Ah, okay. Aber zum Festen muss ich kommen. Sorry, wir wollen das aber mal zu zweit durchprobieren. Warte kurz, stehen bleiben ist ein bisschen schlecht, außer du fährst jetzt gleich. Ich fahr schon. Der fährt langsam. Was, warum man mehr Sprit verbraucht hat? Weil er mehr angast. Ja. Aber danke dir schön. Liter habe ich jetzt verbraucht für die Aktion. Ich habe es jetzt leider nicht geschaut, weil ich jetzt dazwischen aufgedacht habe. Aber gut, dann führe ich den Anhänger zurück und hole den Geländewagen von dort unten. Ja. Und ich schaue mir dann an, was ich mache. Na, ich glaube, dann haben wir eh die andere Seite nochmal.